Mittlerweile ist schon fast 12 Uhr und gehen noch wenige Leute ins Metro feiern. Nicht alle werden von den Türstehern aber reingelassen. Dann kommt meistens das Argument vor der Gästeliste zum Zug. Grundsätzlich gilt aber, ob man in den Club reinkommt oder nicht, dass man sich ausweisen kann, auch wenn man schon volljährig ist. Alles gut. Merci, schönen Abend. Die muss uns kontrollieren, das machen wir eigentlich aus dem Grund, wenn jetzt zum Beispiel etwas passiert und sich nicht ausweisen kann. Wenn jetzt zum Beispiel wir fallen zusammen, das ist nicht mehr ansprechbar, müssen wir die Ambulanz oder die Polizei kommen. Und dann fragen sie, wer das war oder so, mit Auskunft geben können, dann haben wir ein Problem. Also ein Ausweis muss eigentlich immer jeder dabei haben, wenn er in den Club will. Das ist eigentlich ein Muss. Und wer ihn nicht dabei hat, kommt auch nicht rein. Die drei Jungs zeigen den Ausweis ohne Wenn und Aber. Vor ein paar Minuten wollte aber eine Gruppe aus dem Hotel ins Metro. Das Problem ist, sie haben keinen Ausweis bei sich. Nachdem sie nicht reinkommen, versuchen sie es in einem anderen Lokal. Der Chef der Security-Firma Livio Grisavola funkt seiner Kollegen an. Richtig. Sie haben ja keine Jacken an. Also sie übernachten hier bei uns im Metro. Und wir haben so kontrolliert, wegen der Ausweise. Sie haben keinen dabei gehabt, jetzt kommen sie zu euch für. Also, du sollst schnell kontrollieren, antworten. Und schon kommt die Gruppe wieder zurück. Auch bei den anderen Lokalen sind sie nicht reingekommen. Die Türsteher geben Tipps, wo sie mit ihrem Alter zu Interlaken in Ausgang könnten. Aber wie ihr jetzt seht, die Leute haben keine Ausweise dabei gehabt. Das ist typisch, wenn sie keine Ausweise dabei haben, dann sind sie halt noch nicht 18. Und das hat man vorher gemerkt. Jetzt haben sie vorher probieren. Wir haben es vorher gemeldet, den Kamerad. Und der hat auch kontrolliert. Und so kommen sie jetzt einfach nicht rein. Ja, Selbstschuld. Mittlerweile ist es 12:30 Uhr, Polizeistunde in einem der drei Clubs. Die LF Security muss die über Hocken rausbitten. Eine Aufgabe, die sich nicht immer als so leicht herausstellt. Immer wieder werden die Türsteher von den Gästen auch nicht so freundlich behandelt, was die Geduld von ihnen noch mehr auf die Probe stellt. Das ist eine geile Präsenz, muss ich sagen. Schon, oder? Man muss ja etwas machen, oder? Nein, Jungs, wir werden auch viel abmachen. Ist gut. Super, merci. Nach ungefähr 10 Minuten ist es dann soweit. Die grosse Gruppe, die noch als letztes im Pub war, geht jetzt auch. Tschüss zusammen, merci vielmals. Tschüss zusammen. Gleichfalls, merci. Merci. Lang geht es aber nicht und der Türsteher-Trupp läuft ihnen geht wieder über den Weg. Jungs, könnt ihr bitte etwas ruhiger sein? Lass uns alle zusammen. Nein, machst du es cool? Vollgas. Das ist manchmal schon mega schwierig. Auch mit so einer Gruppe, wo sagen wir, sie haben wieder mal ein bisschen Ausgang und dann benehmen sie sich meistens wie kleine Kinder. Also. Aber da muss man es eigentlich so nehmen, wie sie sind und ein bisschen mit ihnen gespässeln. Dann gehen sie dann plötzlich von alleine. Jetzt ist nur noch der Endclub offen. Die Türsteher vom Metro machen sich jetzt auf den Weg dorthin, für den anderen beim Räumen zu helfen. Moin, 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 moin. Ist gut. Kurz vor Schluss gibt der DJ Gaverne zu Interlaken noch mal richtig Gas. Wenn der DJ noch, wenn man sagt, 3 Minuten, wird es nach halb 6-7 Minuten und noch die Stimmung so richtig aufheizen. Und dann wird es dann manchmal schwierig, die Leute rauszubringen, weil sie noch voll im Temperament sind. Good night, Interlaken. Remember, tomorrow night! Dann ist aber endgültig Zeit, es ist Feierabend und da gibt es kein Wenn und Aber. Bitte laufen. Hallo. Laufen. Tanja. Tanja, jetzt ist fertig, raus, es ist Feierabend. Also kommt, laufen. Ja, ey. Laufen, Messenger zusammen, tschüss, bis morgen. Jetzt geht es nur noch darum, die Leute vom Gelände zu bringen und zu schauen, dass der Lärmpegel nicht zu hoch ist. Weil das hier ein Privatgelände ist und hier ja viele Hotelgäste sind, und müssen wir für Ruhe sorgen und die Leute von dem Gelände im Prinzip runterschicken. Sonst wäre das zu laut für die Hotelgäste. Ja, und die fühlen sich ja dann gestört. Wir gehen zurück und machen Feierabend. Aber schon morgen stehen sie wieder vor den Eingängen bei den Interlakener Clubs.